Guten Tag, sehr geehrte Zuschauer, Zuhörer und Gäste im Studio. Heute ist der 28. September 2020. Eine Frage von Wladislav. Eine notwendige Grundlage der konzeptuellen Macht ist die mosaikartige Wahrnehmung. Aber das Material der Konzeption gesellschaftlicher Sicherheit enthält meist fertige Teilmosaike in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel die Buchserie über die Welt der verzerrten Spiegel. Sie vermittelt ein Mosaik, zu dem man weitere Fakten hinzufügen kann. Aber wie kann man in den Bereichen, die noch nicht in Publikationen behandelt werden, eigenständig eine mosaikartige Wahrnehmung aufbauen? Gibt es dafür eigene Methodologie? Natürlich, die gibt es. Und sie heißt Konzeption gesellschaftlicher Sicherheit. Als das Buch Totes Wasser fertiggestellt war, schien es mir und meinen Kollegen, dass damit alles gesagt wäre. Jeder Spezialist auf irgendeinem Gebiet nimmt dieses Werk, arbeitet damit und ergänzt es selbst. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall war und dass viele Fragen, die in der Konzeption gesellschaftlicher Sicherheit und in der hinreichend allgemeinen Theorie der Steuerung, die die Basis der GES ist, erläutert wurden, für viele unverständlich sind. Daher wurden spezielle Arbeiten verfasst, in denen dieser oder jener Aspekt der Konzeption gesellschaftlicher Sicherheit erläutert wurde. Die Gruppe, die diese Arbeit zurzeit auf sich nahm, ist jedoch dieser Aufgabe nicht gerecht geworden. Sie erklärten, was sollen wir noch schreiben? Es ist bereits alles beschrieben. Für sie ist das größte Problem offenbar Perkin. Sie haben darüber geschrieben. Zu allem anderen, Covid, die Frage der Flaggen, die Frage der Souveränität, kommt von ihnen kein Wort. Zum Beispiel die Frage der Flaggen. Warum wird in den USA die Flagge der konföderierten Staaten verboten? Der Grund liegt darin, dass die Flagge der konföderierten Staaten eine andere Ebene der Souveränität darstellt. Sie repräsentiert nicht die USA, die lediglich ein Instrument ist, sondern impliziert schon eine gewisse Subjektivität des Staates. Um diese Souveränität zu beseitigen, gewannen im amerikanischen Bürgerkrieg die Nordstaaten mit Hilfe Großbritanniens, das eigentlich ein Verbündeter der Südstaaten war, und Russlands, das ein Verbündeter der Nordstaaten war. Wenn man Großbritannien zum Verbündeten hat, braucht man eben keinen Feind. Wie heißt es? Schlimmer als die Feindschaft mit Großbritannien ist die Freundschaft mit ihnen. Als das Buch Totes Wasser geschrieben wurde, schien es, als wäre darin alles gesagt. Jeder Mensch nimmt Totes Wasser, liest es und auf der Grundlage seiner beruflichen Ausbildung wird er damit bereits konzeptuell mächtig, baut seine Mosaike so, wie er sie braucht. Es stellte sich jedoch heraus, dass man mehr schreiben muss. Darum schreiben wir. Wir schreiben so viel wir können. Als der Krieg noch nicht geschrieben war, haben wir ihn geschrieben. Als der Staat nicht in dem Umfang beschrieben war, wie es für die praktische Anwendung erforderlich ist, haben wir ihn beschrieben. Und wir arbeiten weiter daran. Tja, tut mir leid, das beste Studium ist das Selbststudium. Totes Wasser ist geschrieben. Es hat parlamentarische Anhörungen bestanden. Es wird zur Umsetzung in allen Lebensbereichen empfohlen. Es gibt nichts Legitimeres als Totes Wasser. Man muss es nur lesen und damit auf der Grundlage seiner beruflichen Ausbildung konzeptuell mächtig werden. Das heißt, nicht darauf warten, dass irgendetwas geschrieben wird. Schließlich haben alle Menschen ein ausreichendes Bildungsniveau. Sie müssen nur lesen, konzeptuell mächtig werden und so ihre Interessen und die ihrer Familie verteidigen. Das ist alles. Es gibt da diese Quelle. Totes Wasser. Nun habe ich die Lektüre von Totes Wasser bereits empfohlen, um konzeptuell mächtig zu werden, um die Interessen ihrer eigenen Person und die ihrer Familie zu schützen. Daher bleibt mir nur, Ihnen allen Glück zu wünschen und einen friedlichen Himmel über Ihrem Kopf. Bis zum nächsten Mal.